Die UMP ist eine absolute Metamaschine geworden. Früh im Spiel zu bekommen, tolle Munition, günstige Munition, auch reichlich zu bekommen, tolle Magazine, easy zu modden, man kann sie Silence spielen, man kann dazu jedes Visier draufpacken. Und selbst im Late Vibe wird sie noch gerne gespielt, weil sie so der absolute Brecher ist. Schauen wir uns die Meta-Listen an, die ganzen Tierlisten. Und wenn wir da ganz nach oben schauen, sehen wir immer wieder die UMP ganz, ganz vorne mit dabei. Und zwar konsequent durch, immer wieder bei den Tierlisten ganz, 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 ganz oben mit drin. Das liegt einfach daran, dass sie sich im Laufe der Zeit so gut durchgesetzt hat. Und ihre Konkurrenz, vor allem zu nennen hier meiner Meinung nach die PP91 damals, die ich sehr geliebt habe, deutlich hinter sich gelassen hat. Schauen wir zuerst mal, wann man die Waffe überhaupt bekommt und dann sehen wir, dass wir bei Peacekeeper 1 und Mechanic Level 1 bereits die Waffe traden können. Relativ günstig gegen 7 Messer bzw. DVD, Festplatte und Kondensatoren bekommt man schon Level 1 diese um 45. Beziehungsweise, wenn man sie kaufen will, bei Peacekeeper Level 2. Zur Erinnerung, Peacekeeper Level 2 kriegen wir freigeschaltet ab Spieler Level 14. Also ab Spieler Level 14 ist die Waffe regulär auch noch zu kaufen. Die Munition ist der absolute Knaller, weil wir hier nämlich die ACP Match FMJ Munition mit einer Penetration von 25 bereits bei Peacekeeper Level 1 bekommen. Das ist absolut krass. Das heißt, wir können diese Munition mit der zweithöchsten Penetration 25, die Early Game schon alles niederwalzt, beziehungsweise auch im Late Game relativ gut noch durch Face Shields kommt, und auch noch leise ist, bereits früh und in Massen kaufen. Die nächste Munition überrascht uns jetzt mit einer Armor Penetration von 38. Das heißt, hier können wir bereits Level 4er Rüstung problemlos durchschnetzeln. Und wir kriegen diese Munition ebenfalls relativ günstig und gut zu kaufen. Aber erst ab Peacekeeper Level 3. Was aber nicht schlimm ist, denn Peacekeeper Level 3 kriegen wir ab Spieler Level 23 freigeschaltet. Das heißt, ab Level 23 kriegen wir die beste Munition, die man überhaupt kaufen kann für die UMP. Der Preis für die UMP beträgt momentan $317, was ungefähr einem Wert von 35.000 Rubel entspricht. Will man die UMP jetzt modden, hat man gar nicht viele Optionen, was das eigentlich Tolle an der Waffe ist, weil sie so ähnlich wie die MDR-Varianten sehr, sehr schnell zu bauen sind. Im Grunde genommen nehmt ihr Early im Vibe die besten Vordergriffe, die ihr habt, bis hin zum RVG. RVG ist der Early Game Preis-Leistungssieger, den man dann erstmal eine Weile benutzen kann. Im Late Game würde ich persönlich den SE5 empfehlen, der einen guten Mittelwert zwischen Recoil und Ergonomie darstellt. Den Schaft, den Griff müssen wir gleich lassen. Das Einzige, was wir noch verändern könnten, wäre der Lauf. Wir arbeiten mal mit einem Standardlauf und packen hier den Schalldämpfer drauf. Und man sieht schon, das ist der einzige Muscle Break, den man drauf machen kann. Und damit kommen wir auf einen Recoil-Wert von 42 bei 47 Ergo. Das ist sozusagen der Wert to go. 42 Recoil für einfach nur diesen Griff und den Schalldämpfer. Um das Ganze fertig zu bauen, würde ich jetzt auf jeden Fall noch einen Laser empfehlen. Ich bevorzuge das X400, weil ich da die Taschenlampenfunktion mit drin habe und mir das Device sehr gut gefällt. Sehr gut gefällt. Und oben packe ich noch gerne das XPS 3 drauf, also irgendwas für kurze Reichweite. Auch da nehmt ihr das, was ihr am liebsten spielt. Early Game würde ich hier empfehlen, das EKP zu nehmen und am besten noch diesen Aufsatz drauf zu machen, um noch einen Ergo-Punkt dazu zu bekommen. Das steigert nochmal die Präzision, ist wirklich ein schönes Teil und wir schauen auch, was ganz wichtig ist, über diese Kim und Korn Aufsatz hier vorne drüber, weil das EKP etwas erhöht ist. Wechseln wir mal zurück auf mein XPS 3.0 und verändern jetzt mal den Lauf, damit ihr mal seht, was sich da tut. Wir ändern, merken uns die Werte, 44 Ergo und 42 Recoil und jetzt geht's los. Wir haben hier zwei Läufe zur Auswahl, einmal das UMP 8 Zoll und einmal das UMP 8 Zoll Shredded, also der gedrehte Lauf. Wenn wir jetzt auf diesen gedrehten Lauf gehen, verschwindet unser Schalldämpfer und hier vorne sehen wir jetzt die neue Windung. Auf diese Windung passen jetzt drei Aufsätze drauf. Und zwar einmal der kleine Vektoraufsatz hier. Diesen würde ich tatsächlich empfehlen, wenn man gut und günstig rausgehen will, weil das so billig ist und wir trotzdem auf sehr gute Werte kommen. 60 Ergonomie bei 45 Recoil. Das wäre also so way to go, wenn man die Waffe laut spielen will. Ansonsten hat man hier noch als Option, diesen Vectoring drauf zu machen, was überhaupt keinen Sinn macht.
Und alternativ können wir noch diesen Adapter drauf machen. Und auf diesen Adapter passt der Omega-Schalldämpfer. Jetzt sehen wir aber schon die Werte 41 Ergo, das ist weniger als vorher mit dem anderen Schalldämpfer. Und 42 Recoil, das ist mehr ebenfalls, also schlechter als mit dem anderen Schalldämpfer. Der Omega-Schalldämpfer ist per se etwas billiger als der Standardschalldämpfer. Das heißt, wir würden hier 2000 Rubel sparen. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass zu diesem Omega-Schalldämpfer auch noch der Lauf hinzukommt und dieser Adapter. Und damit übersteigen wir den Preis des Standardschalldämpfers auf jeden Fall. Das heißt, wir gehen wieder zurück auf den Standardschaft und packen hier den Standardschalldämpfer drauf, haben hier die besseren Werte und das billigere Endresultat. Diese Form schon UMP gibt es also eigentlich nur in dieser einen Variante und macht ihren Namen alle Ehre. Wenn wir uns mal anschauen, wie leise sie zum einen ist und wie genau sie ist. Eine absolute Maschine. Und der Schalldämpfer sieht auch sehr, sehr geil aus, wenn er so rot aufleuchtet. So, wir machen mal schnell eine Umrunde. ACP-Munition ist drin und Meta-Variante mit Schalldämpfer. Und direkt eine Popi rein. Pump ist gerade gebaut, Autofire umstellen. Und das Laserlicht bitte an. Also würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Blendgranate hinten links. Ein bisschen aufpassen. Aufpassen. Nicht. Oh, der hat eine gute Waffe. Blöd, dass der eine mir jetzt den Arm gebrochen hat. Aber vielleicht hat er was Gutes dabei. Nee. Er hat direkt meinen Bauch getroffen. Habe ich erwischt? Haben wir beide? Okay. Interessant. War das Wipe?
nur ins Gaff, Oh, schon gelootet. Gucken wir mal den Keycard-Spot uns genauer an. Ein Step hinter uns, stehen geblieben. Auf geht's. Okay, ist leer. Mut zur Lücke. Spieler oder Scaff? Scaff. Hab ich noch gut erwischt. Alles klar. Wir sind safe. Munition am Ende ruhig verballern, kostet ja nichts und außerdem leveln wir dadurch ein bisschen Recoil. I need to reload. Jetzt spielen wir die UMP nochmal mit FMJ-Munition. Also komplett FMJ geladen, die Subsonic-Munition. Die es ab Level 1 gibt. Autofire. Und let's go. Ich denke, er ist hier unten. In dem Gang. Ach du Scheiße.
Junge, Junge, also der hat anscheinend ziemlich lange gegen ihn gekämpft. Das ist nur ein Scaff, der hat auch noch weggehauen. Einen Rucksack nehmen wir mal mit. So, dann gucken wir mal, was er hier hatte. Oh. Full Mod MP155. Nice. Die passt nicht rein. Okay, passt auf. Machen wir die weg. Okay. Flechette. Schwarzer Rucksack ist mir tausendmal lieber als der, den ich gerade habe. Oben kommt jemand, irgendjemand oder irgendwas. Wir laden mal Flechette nach. Für den Notfall. Checken wir mal ganz schnell den Gang. Jo, da ist er. Interessant, wie der am Schleichen war. Jetzt mehrere Optionen. Über uns. Nee. Hier ist er. Scheibenwischer eben war das gerade. FMJ. FMJ. So. Ui. Der bittet mich, das ist der gerade zum Ausgang gelaufen ist. Auf sie!
ist er nicht. Ui. Ah, GG's. GG's. Okay, war eine schöne Runde, wir gehen an dieser Stelle raus. FMJ-Variante mit der OMP auch sehr, 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 sehr schön. GG's.